Ich habe große Probleme mit dem Darm, bin auch schon operiert worden. Bis jetzt gibt es keine Besserung. Hallo, ich grüße dich erstmal ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Also grundsätzlich zu diesem Thema. Ich kann und möchte hier keine Heilungsaussagen treffen, bin auch sowieso keine Ärztin, habe keine medizinische Ausbildung. Ich kann hier nur Gedanken mit dir, mit euch teilen, was sich hinter Disharmonien, hinter Krankheitssymptomen auf der energetischen Ebene finden kann und was natürlich nie ausschließt, dass du nichtsdestotrotz auch ärztliche Hilfe oder weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollst, kannst, musst, wie auch immer, wie du das einfach für richtig hältst. Deshalb, ich teile jetzt hier einfach mal so meine Gedanken von der energetischen Ursache zur Darmgeschichte mit dir. Probleme im Darm oder mit dem Darm, es ist natürlich auch schwierig, das hier in ein paar Sätze zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem mal so ein paar Anregungen hier jetzt einfach weiterzugeben. Unser Darm steht ja für die Verdauung letzten Endes und wenn wir jetzt Probleme mit dem Darm haben, dann spricht das aus energetischer Sicht dafür, dass es viele Themen in unserem Unterbewusstsein, in unserem Unbewussten gibt, die wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht verdaut haben. Und das führt dann letzten Endes unter Umständen, das kann natürlich auch zu Magenproblemen führen. Wir Menschen sind ja da so vielseitig unterwegs, bei dem einen ist der Magen die Schwachstelle, bei dem anderen ist die Galle die Schwachstelle. So kann man natürlich auch jedem Organ nochmal zusätzlich verfeinerte Ursachen zuordnen. Und jetzt in dem Falle hier geht es um den Darm und da scheinen einfach viele energetische Themen noch mit einer Ursache zu sein, die nicht verdaut wurden oder verdaut sind, verarbeitet sind, um es mal anders auszudrücken. Wir kennen das natürlich, dass wir aus schulmedizinischer Sicht, wenn wir Probleme mit einem Organ haben, jetzt mal ganz gleich was, dass man sich unter Umständen einer Operation unterwirft und das Organ operieren lässt, dass es entnommen wird oder beim Darm ein Stück entnommen wird, wie auch immer, und dann ist man der Auffassung, damit ist das Thema erledigt. Aber die energetische Ursache, die sich dahinter verbirgt, warum wir einfach die Botschaft von unserer Seele bekommen haben, also die rote Karte von dem Universum, die ist ja damit nicht aufgelöst. Und das mag der Grund sein, warum diejenige, die mir jetzt diese Frage einfach auch gestellt hat und darum Hilfe, um Aspekte gebeten hat, trotz Darm-OP ja noch keine Besserung in Sicht ist. Also unabhängig von weiterer medizinischer Verpflegung, Versorgung, pharmazeutischer Hilfe, wie auch immer, würde ich dazu anregen, dir die Frage zu stellen, in welchem Bereich in meinem Leben gibt es Dinge, die ich nicht verdaut habe, wo ich heute noch im wahrsten Sinne des Wortes dran zu knabbern habe, die angeschaut werden möchten. Schließ dazu einfach mal die Augen. Es ist auch keine Geschichte mit einem Mal getan und dann bingo, hast du schon alle Informationen, sondern das mag auch ein Prozess sein, so wie es ein Prozess war, bis das ganze Fass jetzt übergelaufen ist, dass es zum Beispiel auch eben zu dieser Darmoperation kam. Also einfach immer mal wieder die Frage stellen, welche Bereiche in meinem Leben liegen mir noch so im Bereich meines Darmes, die unverdaut sind. Und dann schreibst du dir das eben auch am besten mal auf. Und der erste Schritt ist, das Ganze ja einfach zu erkennen. Und im zweiten Schritt kannst du dich dann mit diesen Themen beschäftigen und schauen, wie du diese Themen dann einfach Stück für Stück bearbeiten kannst, also quasi verdauen kannst. Natürlich gehören auch noch das Thema Ernährung, möchte ich jetzt gar nicht noch im Detail drauf eingehen, sonst wird das Video hier jetzt eben auch zu lange. Also ernährungstechnische Dinge gehören da eben auch noch dazu,
wie ich einfach den Darm in einem guten Zustand halten kann, auch die Darmflora in einem guten Zustand halten kann. Aus meiner Sicht, im Hinblick auf die Ernährung, kann eine rohköstlich basierte vegane Ernährung tiereiweißfrei da sehr, sehr unterstützend auch wirken. Aber bleiben wir mal bei diesem mentalen Thema. Wenn du da also mal so ein paar Ursachen gefunden hast, die du nicht verdaut hast, die dir quasi noch auf der Seele liegen, dann hast du schon mal Anhaltspunkte und Bereiche in deinem Leben, wo du ansetzen kannst, wo du schauen kannst. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, mit dir selbst, auf die du dich drauf einlassen kannst und darfst. Und dann einfach schauen kannst, je nachdem, wann es ist, in welchem Bereich es ist, wie du da einfach Veränderungen herbeiführen kannst. Und damit letzten Endes dann langfristig einfach zu deiner Darmgesundheit beitragen kannst. Ich denke, ich hoffe, ich kann da so ein paar Impulse jetzt mit diesem kleinen Beitrag setzen und ja, schick dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Dabeisein, für dein Interesse und tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.